Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Realme GT Neo 2 und schauen uns heute mal das Ausschalten bzw. Neustarten genauer an. Wir schauen mal, wo da der Unterschied liegt und wie das Ganze so funktioniert. Viel Spaß dabei! So, in diesem Video geht es um die Thematik Ausschalten bzw. Neustart des Realme GT Neo 2. Vielen Dank an MySwoop, die haben uns dieses Gerät zur Verfügung gestellt, damit wir damit unsere Tutorials machen können. Und in diesem geht es eben ums Ausschalten bzw. Neustarten und den Unterschied. Das Ausschalten eines Geräts ist früher immer relativ einfach gewesen. Man hat einen Knopf, wo man drauf drückt und dann geht das Gerät aus. Und zum Einschalten benutzt man den gleichen Knopf und das Gerät geht wieder an. Heutzutage lassen sich die Smartphone-Hersteller immer mehr einfallen. Dadurch, dass man ja auch oft nur wenige Tasten hat, so wie hier nur drei, dann versuchen die halt immer eben auch spezielle Funktionen auf diese Tasten zu legen. Und es gibt dann hier bei diesem zum Beispiel auch den Google Assistant und was es alles gibt, den man eben über einen Tastendruck dann hervorrufen kann. Das kann man auch alles immer einstellen. Und hier ist es eigentlich relativ einfach beim Realme GT Neo 2. Ihr drückt einfach nur lange auf die Ein-Ausschalt-Taste. Und dann taucht hier dieser kleine Regler auf und hier seht ihr schon, hier wird eben explizit unterschieden zwischen Neustarten und Ausschalten. Ich hol's mal ein bisschen ran. Da sieht man das, Ausschalten, Neustarten. Da oben haben wir noch Sperrbildschirm und ich kann jetzt diesen Regler nach oben schieben, dann startet das Gerät automatisch neu. Nach unten schalte ich es einfach aus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand abends ins Bett geht und noch Fan davon ist, sein Smartphone wirklich auszuschalten, was ja auch durchaus empfehlenswert ist, weil man es ja nachts eigentlich auch wenig braucht, dann kann man den Regler jetzt nach unten schieben. Dann sehen wir hier, wird das so rot und dunkel und nach oben zum Neustart wird es dann grün und dunkel. Also wir probieren das jetzt mal aus. Ich schalte mal als erstes aus und dann fährt das Gerät auch ohne weiteres Nachfragen direkt runter. Und ist dann eben entsprechend ausgeschaltet. Ich muss es jetzt manuell wieder einschalten. Das geht eben auch über diese Taste, etwas länger drauf gedrückt. Kleines Vibrationssignal kommt dann und dann sehen wir, fährt das Gerät wieder hoch. Ich warte jetzt mal einen kleinen Moment ab, bis das soweit wieder ist. So, nach dem Neustarten müssen wir natürlich die PIN eingeben für unsere SIM-Karte. Alles klar, unsere Displaysperre. Und jetzt fährt das Gerät eben einmal komplett neu hoch. Solltet ihr jetzt mal irgendein Problem haben mit eurem Realme GT Neo 2 oder mit einer App darauf, irgendwas hakt, funktioniert nicht richtig, dann bietet es sich zum einen, wenn es eine App ist, einmal eben an, hierüber diese App zu schließen komplett. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass ihr euch des Neustarts bedient und somit dem Gerät praktisch die Möglichkeit gibt, sich einmal zu resetten, so kann man es ausdrücken. Und das funktioniert dann eben, wie wir gesehen haben, über einen längeren Druck hier. Und dann schieben wir diesmal den Regler nach oben. Dann startet das Gerät automatisch neu. Ich muss nichts weiter machen, bis dahin, wo ich dann die PIN für die SIM-Karte eingeben muss. Das warten wir kurz ab. So, das Wiederhochfahren des Geräts ist immer das Gleiche. Egal, ob ich jetzt ausschalte oder neu starte. Ich komme immer wieder an diesen Punkt dann auch, wo ich meine SIM-PIN natürlich eingeben muss. Alles klar. 4x0. Und hier haben wir auch 4x0. Ganz schwierig bei uns. Und dann ist das Gerät auch wieder da. Und hat sich im besten Falle nach einem Fehler jetzt, sagen wir mal in Anführungszeichen, beruhigt und alles funktioniert wieder und dann rufen wir die App neu auf oder was auch immer das Problem war und hoffen mal, dass der Neustart eben das Problem aus der Welt geschafft hat. Also relativ einfach, man muss keine Tastenkombination drücken oder wie auch immer, man kann eben einfach über die Ein-Ausschalt-Taste auch das erwirken, wofür sie wirklich da ist. Wenn ihr natürlich den Google Assistant nutzt, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, kann es aber auch sein, glaube ich, dass man den auf diese Taste legt. Das heißt, wenn ihr da länger drauf drückt, dann würdet ihr den Google Assistant hervorrufen. Da wir den nicht nutzen, haben wir die Belegung eben so, dass ein langer Druck auf die Ein-Ausschalt-Taste eben auch diesen Regler zum Neustarten bzw. Ausschalten hervorruft. Also, das war's schon zum Thema Ausschalten, Neustarten des Realme GT Neo 2. Ich hoffe, es war hilfreich und hat euch gefallen. Dann lasst doch gern wie immer einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.